Das ist ja sau wenig. Ja, sau wenig. Was? Nur so wenig? Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich bin hier gerade schon passend rot gekleidet auf jeden Fall. Leute, weil ihr habt schon am Titel gesehen, wir drehen heute ein Video über Mediamarkt. Mediamarkt hat nämlich jetzt einen Handyautomaten. Bevor es losgeht, erzähle ich euch mal ganz kurz etwas über meine Handygeschichte, sage ich mal. Ich hatte jetzt ganz lange dieses Samsung Galaxy S6. Bis vor genau einem Jahr eigentlich. Über eine Nacht ging das einfach komplett aus und es lässt sich einfach nicht mehr anmachen. Ich weiß selber nicht, was da los ist. Auf jeden Fall ist es komplett kaputt. Und Leute, ihr müsst wissen, ich kann mich oft nicht so gut entscheiden. Deswegen hatte ich ganz nett erstmal von meiner Freundin ihr altes Handy bekommen. Das ist nämlich dieses Handy. Das ist das iPhone 6S. Naja, man muss sagen, das ist mittlerweile echt wirklich sehr, sehr kaputt. Also es funktioniert noch, aber der Akku ist richtig, richtig kaputt, Leute. Und jetzt habe ich mich vor 2 Wochen endlich dazu entschieden, das neue iPhone 11 zu holen. Ja, Leute, bevor ich euch das jetzt alles erkläre mit diesem Automaten, wollte ich erstmal sagen, dass ich hier noch mit dem Sajjad bin. Okay. Okay. Wir werden heute, wie gesagt, diesen Automaten mal testen. Das läuft nämlich so ab, dass man da einfach hingeht und das Handy in den Automaten tut. Dann sagt der Mediamarkt selber, okay, wie viel ist dieses Handy eigentlich wert? Theoretisch kann man sich dann so eine Gutscheinkarte davon holen und denen das Handy halt quasi geben. Und ich bin mal echt sehr gespannt, wie das halt abläuft, weil ich habe halt verschiedene Handys. Ich habe ein komplett kaputtes, ich habe eins, wo der Akku sehr kaputt ist und dann habe ich ein komplett neues Handy, was gerade mal 2 Wochen irgendwie benutzt ist. Du hast auch noch ein Handy, ne? Ja, genau. Habe ich mir auch ein Handy geholt. Das ist von Zweiten Weltkrieg gekommen, wie ihr seht. Okay, genau. Also hinten ist alles kaputt? Ja, hinten ist alles kaputt, aber funktioniert schon alles. Ja Leute, ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zum Mediamarkt und gucken dann mal, ja, wie viel eigentlich diese ganzen Handys wert sind, Leute. Das Samsung, sagen wir, 25. 25. Das alte iPhone, wo der Akku kaputt ist, sagen 60. wir, nein, da sag ich 45, du sagst 70, ne? Ja, 70. Okay, dann bei deinem alten Handy sagst du 150, ich sag 70 und bei dem iPhone 11 sag ich 500. Ich sag 550. Okay, also wir sind uns nicht ganz einig. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze wird. Wir sind jetzt auch gleich da und ja, einfach mal gucken. Ja, wir waren auf jeden Fall beim Mediamarkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Ton da war. Wir mussten mega versteckt auf jeden Fall filmen. Genau. Direkt hinter uns war einfach ein Mediamarkt-Mitarbeiter und der durfte das natürlich nicht mitbekommen, dass wir filmen. Und ja, es war auf jeden Fall so, dass wir erstmal dieses Handy hier reingetan haben, nämlich mein altes, komplett kaputtes Handy. Das hat erstmal überhaupt nicht funktioniert mit diesem Handy, weil, ja, das war ein kompletter Reinfall. Du musst nämlich bei dem Handy erstmal bestätigen, dass der Zugriff auf dein Handy haben darf, also der Automat. Und das hat dann schon mal nicht funktioniert, also das kann ich da schon mal nicht einstecken, weil wie gesagt, das geht halt gar nicht mehr an, dieses Handy. Dann haben wir diese iPhone 6S. Genau. Ja, ich würde sagen, das war eigentlich ganz gut. 40 Euro. Ey, ich habe voll gut geraten. Alter. 40 Euro kam dabei raus. Ich würde sagen, das war auch gut. Also, ich finde das eigentlich echt okay, weil das Ding kannst du halt nicht mehr verkaufen. Der Akku ist halt so Schrott, das kannst du keinem antun. Auch wirklich, als ich losgegangen bin, ich hatte 100%. Okay, Leute, da seht ihr es. Ich habe 1% jetzt. Ja, da hatte ich eigentlich gar nichts mitgemacht mit diesem Handy. Da musstest wirklich, du das schneller ich nicht gemacht. 40 Euro ohne Scheiß, für 40 Euro, das geht wirklich fit. Ja, ja, okay, ja. So, dann haben wir Sajjads Handy reingetan. Was genau. War da? Ja, leider habe ich mir anderes erwartet. Also... Die wollten gar nicht bezahlen, sondern einfach Recycling machen, obwohl ich gedacht habe, das ist 150 Euro, Alter. Er dachte 150 ja. Euro, die machen das einfach nicht. Die nehmen das nicht. Obwohl das Handy gar nicht so alt ist, du meinst von 2015. Genau, ja, aber das habe ich auch so teuer gekauft, 200 Euro wieder das repariert, 1000 Krass. Euro, oha. Die wollen das nur Recycling machen. Ja, die nehmen das gerne. Ja, ja, kann man machen. Okay, Leute, und dann kam natürlich das ja, Interessanteste, sage ich mal, das iPhone 11, das möchte ich natürlich nicht verkaufen. Ich meine, ich habe das jetzt gerade mal 2 Wochen. Es ist, wie gesagt, noch komplett neu, also es gibt eigentlich gar keine Gebrauchsspuren. Habe ich, wie gesagt, sehr, sehr lange drüber überlegt und letztendlich habe ich es dann aber gekauft. Ich bin bisher auf jeden Fall echt zufrieden. Also, Leute, jetzt macht euch gefasst, sie würden mir tatsächlich Folgendes nur geben. 430 Euro nur? Hey, what the fuck? Hä? Verkaufen. Nein, Digga, halt dein Maul. Dein Telefon zurück, gib mir das sofort wieder. Das würde doch niemand machen.
Das kannst du ja viel teurer auf eBay oder so verkaufen, ja, wenn da einem das jetzt nicht gefallen würde. Theoretisch könnte ich wirklich viel, viel mehr für dieses Handy bekommen. Möchte ich natürlich nicht. Es hat mich einfach nur mal interessiert, ob das wirklich dem Wert entspricht, wie das Handy eigentlich ist. Und das ist anscheinend nicht so. Okay, Leute, ich dachte, das Video wäre jetzt vielleicht mal ganz cool gewesen, weil es jetzt ja kurz nach Weihnachten und zu Weihnachten bekommen wir auch viele neue Handys und haben dann noch alte. Und es gibt so viele alte Handys, die einfach irgendwie noch in irgendwelchen Schubladen zu Hause rumliegen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach am Dienstag zu einem neuen Video wieder, wenn es wieder heißt. Yo, ho!